Abwechselnd die Beine anheben. Je 20 Schritte mit offenen und geschlossenen Augen. Dann abwechselnd die Beine anheben und die Arme dabei waagerecht nach vorne halten. Auch je 20 Mal mit offenen und geschlossenen Augen. Einen Ball hochwerfen und in Bauchnabelhöhe auffangen. Dann den Ball von der einen Hand in die andere jeweils 20 Mal in Bauchnabelhöhe und Kniehöhe werfen. Eine weitere Übung gehen. Sie können eine Linie markieren oder mit Kreppband abkleben und vorwärts und rückwärts daran entlang gehen, jeweils mit offenen und geschlossenen Augen. Wie Sie sehen, ist es mit geschlossenen Augen nicht so einfach, aber Sie schaffen das. Versuchen Sie auch, im Zehenstand auf die Linie zu balancieren, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Auch mit offenen und geschlossenen Augen. Versuchen Sie an der markierten Linie seitlich im Kreuzschritt nach rechts und nach links entlang zu gehen, im Wechsel vorne und hinten. Balancieren Sie wieder die Linie entlang. Versuchen Sie dabei, die Knie so hoch wie möglich zu heben. Balancieren Sie wieder über die Linie. Und werfen Sie dabei den Ball über Kopfhöhe und fangen Sie ihn wieder auf. Balancieren Sie erneut über die Linie. Prellen Sie den Ball dabei mit der rechten und linken Hand neben der Linie. Nun zeigen wir Ihnen eine Partnerübung. Sie stehen mit dem Rücken zu Ihrem Partner. Diese hält einen Ball und ruft Sie mit Namen. Sie drehen sich schnell um und fangen den geworfenen Ball. Mal nach rechts, mal nach links, mal hoch, mal tief. Wenn Sie alle Übungen sicher beherrschen, macht Ihnen der Schwindel sicher kaum noch Probleme. Falls Sie die Übungen schon eher abbrechen müssten, macht nichts. Versuchen Sie später noch einmal. Die Gewöhnung an den Schwindel kann einige Zeit dauern, nicht aufgeben.